Wie kann es nicht glauben? Amerika hat tatsächlich Trump zum Präsidenten gewählt. Und ich habe das sogar vorhergesagt. Schaut mal hier, ich habe vor ein paar Wochen ein Video rausgehauen, wo ich Folgendes gesagt habe. Wenn seine Politik genauso dämlich, provokant und unberechenbar wird wie manche seiner Aussagen, sieht es schlecht aus für Amerika. Präsident Donald Trump. Oh ne, warte, der ist ja noch gar nicht Präsident. Er ist ja noch gar nicht Präsident. Ich bin ein fucking Hellseher, würde ich sagen. Ich glaube eigentlich nicht an Gott, aber wenn es einen Gott gibt, ist es mit Sicherheit nicht so ein Gott, der so gut ist, der dann so auf die Menschen herabschaut und sagt, ich werde dafür sorgen, dass dieser Mensch heute einen guten Tag hat, denn ich bin gut und barmherzig. Nach dieser Wahl stelle ich mir einen Gott vor, der so ist wie so ein Drehbuchautor. Ah, endlich ist mein Skript für die nächste Staffel von Amerika fertig. Es ist ein Meisterwerk. Die Essenz von der Staffel ist auf jeden Fall, dass irgend so ein Clown, den eigentlich kein Mensch ernst nimmt, zu den Wahlen antritt und dann, obwohl keiner damit rechnet, wird er halt dann echt Präsident. Eieiei, richtig geiles Drehbuch. Ich habe mich schon immer ab und zu über politische Ereignisse informiert, aber diese US-Wahlen habe ich verfolgt, als wäre es wirklich eine Serie, die so geil ist wie die neue Serie Westworld. Oder vielleicht ist die neueste Walking Dead Staffel ein besserer Vergleich. Yo, das ist auf jeden Fall Entertainment pur und sehr spannend. Ich will auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht, aber fuck, was zum Teufel ist da gerade passiert? Vielleicht soll ich jetzt aber erstmal meine Meinung zu den beiden Kandidaten abgeben, für die Leute, die meine Livestreams nicht verfolgt haben, wo ich das auch schon gesagt habe. Hillary Clinton ist eher so eine kalkulierende, machtgeile Soziopathin und Trump ist ein hart, dummer, egoistischer Vollidiot. Ich kann mich da echt nicht entscheiden, wen von beiden ich da schlimmer finde. Ich will da jetzt nicht detailliert auf die politischen Standpunkte der beiden Kandidaten eingehen, aber schaut dazu einfach mal die Videos von Great A, Under A. Der hat beide Kandidaten sehr gut analysiert und gibt auch genau meine Meinung wieder. Und ja, das war auch meine Meinung, bevor Great A diese Videos gemacht hat. Von den Kandidaten, die man wählen konnte, stimme ich am ehesten mit den Ansichten von Jill Stein überein von der Green Party. Hier ist eine Tabelle von den unterschiedlichen Ansichten der Kandidaten und Jill Stein schneidet da mit ganz großem Abstand für mich am besten ab. Es gibt dann immer so Leute, die sagen sowas wie, aber Jill Stein ist eigentlich auch nicht so gut, denn die zieht in Betracht, dass Verschwörungstheorien zu 9/11 wahr sein könnten. Oh nein, wie schlimm, das ist einfach nichts im Vergleich zu dem, was Hillary und Trump schon gebracht haben. Naja, obwohl ich Trump und Hillary zutiefst in gleichem Maße hasse, muss ich sagen, ich habe insgeheim schon irgendwie gehofft, dass Trump gewinnt. Und zwar aus folgendem Grund. In den Vorwahlen trat Hillary Clinton gegen Bernie Sanders an. Und wie dann aus sämtlichen E-Mails hervorging, war die Demokratische Partei bzw. der Chef der Demokratischen Partei, Debbie Wasserman Schulz, nie parteiisch und war von Anfang an für Hillary Clinton und hat dafür gesorgt und hat ihr Bestes gegeben, dass diese gewinnt, obwohl Debbie Wasserman Schulz eigentlich parteiisch hätte unparteiisch hätte sein sollen. Etliche Superdelegates hatten sich schon für Hillary Clinton ausgesprochen, bevor überhaupt nur eine einzige Stimme abgegeben wurde. Es war in jeder Hinsicht ein unfaires Spiel für Bernie Sanders. Eine Sache, die Bernie Sanders während seines Wahlkampfs immer wieder und wieder wiederholte, war die Sache, dass er gegen Trump viel besser abschnitt als Hillary Clinton. Hillary Clinton war immer nur so 5 bis 10 Prozentpunkte vorne und er hat aber mit einem so riesigen Abstand gewonnen. Und er meinte, ja, wenn ihr wollt, dass Trump besiegt wird, dann müsst ihr mich wählen. Aber die Demokratische Partei dachte sich, ach, nee, das schaffen wir schon auch mit der Hillary. Falsch! Und jetzt werde ich mich einfach so riesig auf die ganzen Interviews freuen, wo Hillary Clinton, Debbie Wasserman Schulz und die ganzen anderen Demokraten gefragt werden, na Debbie und Hillary, was ist wert? Was ist wirklich wert? Ein weiterer Vorteil von Trump ist, keiner nimmt Trump ernst. Selbst die aus der eigenen Partei nehmen Trump nicht ernst. Das heißt, wenn er in der Macht ist, kann ich mir vorstellen, dass es dann oft so läuft, dass Trump irgendwie mit einer verrückten Idee ankommt, hey, I wanna build a wall! I wanna build a wall! Und seine Parteikollegen werden antworten, ah ja, du willst eine Mauer bauen.
Donald, alles ist gut, alles wird gut. Ganz ruhig, beruhig dich. Hillary Clinton hingegen wird sehr viel ernster genommen. Und wenn die eine No-Fly-Zone in Syrien machen will und obwohl das Krieg bedeutet, würden alle sagen, ja, Hillary, sauber, passt, ja, machen wir. Außerdem, nur weil Trump jetzt gewonnen hat, kann in 4 Jahren endlich Bernie Sanders gegen Trump antreten, so wie es dieses Jahr schon hätte passieren sollen, wenn die Amerikaner keine Vollidioten gewesen wären und ihn gewählt hätten, beziehungsweise wenn die Demokratische Partei nicht das Ganze manipuliert hätte von Anfang an. Ein letzter Vorteil von Trump, den ich noch aufzählen möchte, ist, er ist einfach eine verdammt unterhaltsame Wildcard. Er hat schon so viele verrückte Sachen gesagt, schon so oft seine Meinung geändert, dass ich echt gespannt bin, was er dann wirklich machen wird, wenn er an der Macht ist. Okay, diese Aussage werde ich vielleicht irgendwann bereuen. Nachdem Donald Trump so den 3. Weltkrieg verursacht hat und alles in Schutt und Asche liegt, werde ich so aus meinem zertrümmerten Haus hervorkriechen und dann so sagen, jo, das war echt eine unterhaltsame Wildcard, ja, war es auf jeden Fall wert, sich das anzuschauen. Naja, nur die Zeit wird zeigen, wie krass seine Präsidentschaft wirklich werden wird. Ich hoffe natürlich, dass das Ganze nicht zu sehr eskaliert. Drogenpolitisch waren Hillary und Donald Trump sowieso auf einem Level. Die waren beide gegen jegliche Arten von Legalisierungen. Donald Trump hat sogar früher in den 90ern mal gesagt, dass er für die Entkriminalisierung oder Legalisierung von Drogen wäre. Von dem her gibt es da vielleicht bei ihm sogar eher Hoffnungen. Hillary Clinton hingegen hat sich nie pro Legalisierung ausgesprochen. Doch letzte Nacht wurde nicht nur abgestimmt, wer Präsident wird, sondern es wurde auch abgestimmt in sämtlichen Staaten, ob da Cannabis legalisiert werden soll oder als Medizin anerkannt werden, also dass es medizinisch eingeführt wird. Und da sieht es auf jeden Fall ganz gut aus. Da gingen die meisten Abstimmungen pro Cannabis aus. Ich werde es euch jetzt hier jetzt einblenden, wie das alles ausging. Nächste Woche wird es wieder normal um Drogen gehen. Ich habe mich einfach so sehr mit diesen Wahlen beschäftigt, dass ich da einfach ein Video dazu machen musste. Gebt diesem Video 5 Sterne und wenn ihr nicht ein Open Mind habt, dann auch ein Open Mind 3000. Abonniert diesen Kabal.